Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 4 Thief's End. Wir sind, glaube ich, in der finalen Folge jetzt. Ich glaube, es wird nicht noch eine danach geben. Es geht weiter. Wir sind wieder bei Crash Bandicoot. Es geht wieder Rollo. Sali. Profi, Digga. Neuer Highscore! Übertreffen Sie den Highscore im Retro-Videospiel. Yay! Oh shit! Ich würde sagen, Nate und Elena haben eine Tochter. Epilog. Da haben wir sogar gleich was. Boah, geil, einfach nur. Naughty Dog. Geil. Einfach nur geil. Was haben wir da noch? Was ist das? Brickstone, das kenne ich tatsächlich nicht. Was haben wir hier noch? So gut. Nameless City. Faith Erin Hicks. Color by Jordi Belair. Savage Starlight 2. The Last of Us Easter Egg. Jessica Liu, Roadworth, Lost Freeway. Das ist auf jeden Fall wieder mal ein The Last of Us Easter Egg. Ich sollte echt aufräumen. Hat sie die Stimme von Ellie? Nee, später. Nee, ich glaube nicht. Mom? Dad? Jemand Nee. da? Juhu! Oh, das sieht schön aus. Sorry, Sally. Wow, Sam sieht so jung aus. Wie viel Zeit ist vergangen? Habe ja gerade schon irgendwie so ein bisschen Pipi in die Augen, ne? Was einfach das Ende ist. Wann hat das geändert? 2016 oder wann das war? Seitdem haben wir kein neues Sie sind Uncharted wohl bekommen mit abgehauen. Nathan Drake. Nichts dergleichen. Polaroid-Kamera. Wow, so cool. Die muss ich mir mal wieder von Mom leihen. Das ist auf jeden Fall nicht die Stimme von Ellie. Ganz klar.
Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Wuff, wuff. Hast du etwa Hunger? Na gut. Aber nur das eine. Was ist denn das? Ein Golden Retriever? Okay. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay. Alter, das leckt die aber auch weg. Holy shit. Nee, jetzt reicht's. Wollen die auch hier nicht verwöhnen. Na bitte. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich so komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast gegen uns beide. 12 Monate rauchfreie Detenz steigend und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüßt die Mädels von uns, sagt Cassie, sie soll schon mal das Baguamon-Brett rausholen, ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen, dein Kumpel Victor. Cassie. Oh. Diese zwei. Cassie Drake. Ich denke mal, sie hat den Namen von Nathan. Ich glaube nicht Cassie Fischer, weil Elena hieß ja Fischer. Heißt jetzt wirklich alle Drake? Ja, ne? Hey. Weg ist sie. Taj Mahal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Die Welt sehen, den Bedürftigen helfen. Ein Monat voller Abenteuer, sieh die Wunder Indiens mit eigenen Augen. Tauche ein in die reiche Kultur des Landes, erkunde uralte Tempel, feilsche auf den Märkten und besuche zum Abschluss das berühmte Taj Mahal. Zusätzlich verbringst du einen Monat in einem weißen Haus in Terandun, um Englischunterricht zu geben und mit den Kindern zu spielen. Ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis. Vielleicht irgendwann ein neuer Teil mit der Tochter. Sie wirft einfach den Apfel da hinten weg. Perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Gibt's nichts Besonderes? Nada. Aber wie traumhaft ist das bitte? Ein Haus am Strand. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind. Vielleicht haben wir unsere eigene Insel? Nee, das denke ich nicht. So viel war's auch wieder nicht. Aber es sieht wunderschön aus. Können wir auch nichts machen. Jemand da? Nein? Niemand? Das Essen ist hier. Vicky. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Naja, viel bleibt nicht. Es bleibt eigentlich nur diese Hütte hier.
Ja, wir hinterlassen sogar Fußabdrücke auf dem Sand. Was haben wir denn hier Schönes? Die Tauchanzüge. Na da. Ist hier noch irgendwas? Nope. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Bilder. Daran erinnere ich mich. Oh ja, bei der hier war ich mit Sally unterwegs. Oh, das war meine Lieblingsausgabe. 1000 Steingesichter. Überreste einer antiken Ruine. Schau mal, was die hier alles rausgebracht haben. Alter, richtig berühmt geworden. Frisch wie der junge Morgen. Nicht schlecht. Du oh hast nee, es nicht das Zeug. Geh mal weg. Wow. Das wurde toll gesäubert. Sieht wild aus. Und eine Ausgabe. Wie albern. Adventure Life. Treasure Hunting runs in the family. Ja. Liegt in der Familie. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Im Schrank oder was? Keine Chance. Einfach keine Chance. Mach auf! Komm schon! Oh shit. Ich wusste es. Unsere Abenteuer. Der heilige Dismas. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Aus dem ersten Teil. Der Dismas. Was ist das? Ach, so geil, Digga. Sein Patronen-Dinger. Wow, Holster. Holster, Dad? Averys Dublone. Piratenmünze. Sieht aus wie Averys Siegel. Halt, ist das Averys Siegel? Yes. Der Schädel. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Ah, aus Teil 3. 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Womit wir die Schrift übersetzt haben. Und natürlich das Harz aus dem Zweiten. Harz oder sowas? Seltsam. Lazarevich, das Stück Scheiße. Boah, war das furchtbar. Und das Buch. Alles drinne stand über Avery und alles drum und dran. Wow. Oh mein Gott. Das kennen wir ja. Nach Averys Schatz gesucht? Ich nur gesucht, auch gefunden.
Oh, das Bild, oder? Niemals. Oh, shit. Das Gefängnis. Sic Pavis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Was ist das? Found this on my old camera. Thought you liked to have it. Hab das auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du wirst es vielleicht haben. Erster Was? Teil. Erster Teil, Digga. Drake's Fortune. Erster Teil. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur... Oh, oh. Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sack von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich schon, ja. Bullshit. Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also... Die Karte führt uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Gänsehaut am ganzen Körper.
Oh, und jetzt die Melodie, komm. Oh, yes. We'll be right back.
Tja, Leute, da sind wir wieder. Ah, ich kriege hier gerade die ganzen Trophäen. Leicht durchgespiegelt, mittel, schwer.
Ja, wir haben so ziemlich eigentlich fast alle Schätze fast gefunden, ne? Lass mal kurz gucken. Das waren jetzt, glaube ich, schon allein 4 Schwierigkeitstrophäen. Statistik. Boah, 11 Stück fehlen uns. Und letztendlich sind wir 37 Mal gestorben. Finde ich okay, schwer, es war echt schwer. Optionale Gespräche haben uns insgesamt noch 5 gefehlt. Tagebuchnotizen fehlen uns 3. Einträge 6. Wir haben echt gut eingesammelt. Das Ganze wird natürlich irgendwann nochmal gespielt, auf höchsten Schwierigkeitsgrad, dann eventuell mit Bonus-Sachen. Und jetzt haben wir hier die ganzen Add-ons frei. Jetzt können wir hier einfach als Sully rumrennen, zum Beispiel Elena, Nadine Ross oder Rafe. Waffen, die wir benutzen können. Worauf wir Bock haben. Spielmodifikationen, Rendering Modes. Diebansicht. Comic Style ist auch nicht schlecht. Oh, es gibt unendliche Munition, Alter. Auf höchsten Schwierigkeitsgrad unendliche Munition, Digga, da werde ich so reinrocken, Alter. Keine Schwerkraft. Das ist ja auch lustig, wenn die dann alle rumfliegen. Spiegelwelt, darauf habe ich ehrlich gesagt nie so Bock. Ich schalte das trotzdem alles frei. So. Muss ich die eigentlich auch freischalten hier? Oh ja, da gibt es einige. Erstmal für Trigger alle freischalten. Dann von Sam. Was steht da? Stand noch was dran? Nee, man sieht aber auf jeden Fall den Unterschied. Guckt euch mal hier Elena an. Am Ende, wo das Spiel geendet hat, so normal. Und dann der Epilog ganz am Ende, wo es wirklich zu Ende war. Sie ist auf jeden Fall ein Stück älter geworden. Man sieht die Falten. Ja, Elena ist einfach Traumfrau. Geh mit Chloe weg, Alter. Elena. Traumfrau. Ja, und die gute Dame hier, Nadine, werden wir ja wiedersehen in Lost Legacy. Wir haben noch ein Spiel vor uns, was sich dann mit Chloe und Nadine beschäftigt. Easy cheesy, Alter, wir können uns hier alles holen. Oh, alles frei, ja. Easy cheesy. Und hier sieht man es auch bei Drake. Hier so noch relativ farbige Haare. Hier sieht man schon so leicht graue Haare. Und auch Falten sieht man. Och, ich hätte so gerne noch einen Teil. Oh, da ist ja noch mehr. Tja, ich denke,
Cassie Tracker ist sie. Hier steht sie auch nochmal. Auktionator. Jameson. Evelyn. Das war auch so ein Stück Scheiße, der hier. Ja, aber so viel älter ist er auch nicht geworden. Elena ist einfach top. Konzeptgalerie. Oh, müssen wir erst wieder durchspielen mit dem Rest da. Okay. Hier können wir unser Tagebuch nochmal angucken. Zusätzliche Credits. Kann ich zurück? Ja. Die können wir uns ja bei Lost Legacy ganz am Ende dann geben. Da scheinen die Credits für beide Spiele hier zusammen auf der PS5 halt zu sein. Für die 5er Version. Ja gut, Leute, das ist das Ende von Uncharted 4, Thief's End. Ich hatte großen Spaß. Es ist das zweite Mal überhaupt gewesen, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Damals 2016. Ich gucke jetzt mal kurz nach, nicht, dass ich hier die ganze Zeit Scheiße labern nur. Aber das war, glaube ich... Nee, nicht Among Thieves, scheiße. Es war 2016, glaube ich. Ja, 2016, 10. Mai. Also, schon ganz eine Weile her. Und jetzt habe ich es tatsächlich ein zweites Mal durchgespielt. An die wichtigsten Sachen konnte ich mich noch gut erinnern, aber vieles nicht mehr. Zum Beispiel, dass halt Sam gelogen hat, was Hector Alcazar anging. Er war einfach nur geil auf den Schatz. Und Rafe hat ihn stattdessen rausgeholt aus dem Knast. Wir werden das auf jeden Fall nochmal spielen, wie gesagt. Dann auf extrem schwierig, werden die restlichen Schätze einsammeln. Und ja, mit den Bonussachen halt spielen. Und vielleicht einen anderen Charakter auswählen. Bisschen mit Sully oder mit der guten Elena. Da ein bisschen nochmal Spaß haben bei einem Durchgang. Wenn wir irgendwann mal nachholen, werde ich dann eventuell streamen eher. Dann nicht mehr ist klassisches Let's Play. Das werden wir jetzt hier so lassen. Irgendwann, vielleicht nach ein paar Jahren, werden wir es wieder Let's Playen. Weil es ist ein Top-Spiel. Irgendwann werde ich die Reihe sowieso nochmal durchmitteln. Wir haben jetzt jeden Teil durchgespielt, bis auf Lost Legacy. Und wir können ja jeden Teil jetzt mit den ganzen Bonus-Sachen spielen. Unendlich Muni, höchster Schwierigkeitsgrad, Spaß haben, sterben, dies, das, Ananas. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das alles so hinkriegen. Wir werden dutzende Male verrecken. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, Uncharted ist kein leichtes Spiel. Ich bin jetzt nicht der schlechteste Spieler, würde ich von mir behaupten. Aber wie schnell man hier verrecken tut, ist echt heftig. Aber gerade dieses Klettern mit dem Seil, du kannst sogar am Seil aus dem Wasser schießen. Das ist so crazy geil, ist das. Spielmechaniken, die haben das einfach hier nochmal so gut im vierten Teil gemacht. Total crazy einfach nur. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Rede dann halten, wenn wir mit Lost Legacy durch sind. Das geht, glaube ich, ein bisschen kürzer. Das hat, glaube ich, nur 9 Kapitel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist noch nicht so lange her. Das sind, glaube ich, jetzt... Boah, ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, auch schon 3-4 Jahre. Wann kam Lost Legacy raus? Lost Legacy kam 2017, ein Jahr später raus. Ich glaube, ich habe es vor 4 Jahren gespielt. 3-4 Jahren. 4 gehe ich, glaube ich, mal. Wird auch wieder lustig, das zu spielen. Habe ich auch nur ein einziges Mal damals durchgespielt und ja, das wird jetzt dann auch mein zweites Mal damit. Und ja, dann sehen wir uns zu The Lost Legacy, das ist dann hier unten. Und ich werde jetzt erst nur die ganzen Folgen schneiden, durchrendern lassen, Thumbnails machen, mit Titeln und hochladen alles, dass das alles schon mal in seiner Timeline drin ist, wenn das rauskommt. Und dann werde ich mich dann auf die letzte Reise begeben mit The Lost Legacy. Vorerst. Ansonsten werden wir uns dann danach wahrscheinlich wieder irgendwann sehen in den Teilen wieder oder halt irgendwann mal zu einem neuen Teil. Es ist ja aktuell die Rede, dass es eine IP in Arbeit ist bei Naughty Dog, eine unbekannte, was noch nicht bekannt ist.
Vielleicht ist es ein Uncharted. Vielleicht ist es auch das nächste The Last of Us. Oder vielleicht ist es auch ein Jack and Dexter. Oder ein Crash Bandicoot. Wobei, das kam ja erst eins raus, deswegen... Ich gehe mal sehr stark damit, dass es wahrscheinlich Jack and Dexter ist. Oder ich hoffe Uncharted. Oder The Last of Us. Ich bin mit allen dreien zufrieden. Jack and Dexter hätte mal wirklich einen neuen Teil oder ein Remake verdient. Ich habe genug geredet, ich kaue hier noch die Ohren ab. Wir sehen uns zu Lost Legacy, das wird ein Anschluss von diesem Let's Play, wenn das fertig ist, direkt kommen. Und wir sehen uns dann dort mit Chloe und Nadine. Haut rein, Leute. Bis dorthin. Ciao.